Herzlich willkommen zu einem weiteren Termin unseres Begleitprogramms zur aktuellen Sonderausstellung The Sound of Disney 1928 bis 1967. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zuschauen. Eigentlich hätten wir im Kino des DFF hier vor Ort eine Live-Veranstaltung gehabt, aber wegen Corona, wegen der Pandemie, können wir sie leider nur online anbieten. Ich freue mich aber umso mehr, dass unser Ehrengast des heutigen Abends sich bereit erklärt hat, Ihren Vortrag für uns aufzuzeichnen und wir ihn auf diesem Weg online für Sie bereithalten können. Dr. Alexandra Vinzenz arbeitet am Institut für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg und wird heute zu uns sprechen zum Thema von Traumschlössern und Prinzessinnen, Walt Disney und die Kunst. Es ist die zauberhafte Welt der frühen Walt Disney Animationsfilme, die Neuschwanstein ebenso zu neuem Leben erweckt wie die österreichische Kaiserzeit oder ein verklärtes romantisches Mittelalterbild. Aber auch Maler der Moderne und Märchenbuchillustrationen stehen Pate für die Bildschöpfungen. Der Vortrag nimmt die Filme Cinderella aus dem Jahr 1950 und Dornröschen Sleeping Beauty aus dem Jahr 1959 hinsichtlich ihrer Bezüge zur bildenden Kunst und Architektur genauer unter die Lupe. Und ich darf Ihnen unseren Ehrengast des heutigen Abends vorstellen. Dr. Alexandra Vinzenz ist Margarete von Wrangel Fellow und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg. Sie wurde an der Universität Mainz mit ihrer Dissertation Vision Gesamtkunstwerk, performative Interaktion als künstlerische Form, promoviert und erhielt dafür ein Promotionsstipendium des Landes Rheinland-Pfalz. Das Buch ist 2018 im Transkript Verlag erschienen in Bielefeld, wenn Sie das nachschauen möchten. Aktuell habilitiert sie sich zur Ikonologie des Stummfilms. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in Kunst und Kunsttheorie der Moderne sowie interdisziplinären Forschungsfeldern zwischen Film, Kunst, Musik, Theater und digitalen Medien. Ich freue mich sehr, dass sie unserer Einladung gefolgt ist und uns heute mit einem Vortrag in der Begleitreihe zur aktuellen Sonderausstellung des Sound of Disney 1928 bis 1967 beehrt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ohne jetzt genau zu wissen, was Nils Daniel Pahl ja gerade in seiner Anmoderation sagte, möchte ich ihm aber ganz herzlich danken, weil ich davon überzeugt bin, dass es hervorragend war. Ich danke Nils Daniel Peiler sowie seiner Kollegin Daria Berten vom Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt am Main ganz herzlich für die Einladung, im Rahmen dieses Begleitprogramms zu der Ausstellung The Sound of Disney mitwirken zu dürfen. Ich hoffe sehr, dass die Ausstellung in Bälde wieder eröffnen darf, sodass Sie alle hoffentlich noch die Möglichkeit haben, diese zu besuchen. Dass der Vortrag jetzt Corona-bedingt natürlich auch digital stattfinden muss, erklärt sich von selbst, ist sehr bedauerlich, aber vielleicht ist es auch eben eine Abwechslung in diesen doch etwas angespannten oder auch außergewöhnlichen Zeiten. In jedem Fall viel Spaß damit. Sie sehen schon anhand meines Titels von Traumschlössern und Prinzessinnen, Walt Disney und die Kunst, dass ich Sie, wie üblich für Walt Disney-Filme dieser Zeit, in den folgenden rund 40 Minuten in ein Reich voller Magie und finalem Glück entführen werde. Ich habe mich dazu auf die Filme Cinderella von 1950 und Dornröschen von 1959 konzentriert und werde so die Ideen daran durchspielen. Wenn es, wie der Untertitel nahelegt, um Walt Disney und die Kunst geht, dann werden bisher in der Literatur meist Vergleiche gezogen. Das funktioniert in der Form, dass allgemeingültig auf Künstler oder Kunstwerke verwiesen wird, dass die seit 1934 eingerichtete Arbeitsbibliothek angeführt wird und dass auf die kreative Atmosphäre im alten Studio an der Hyperion Avenue in Hollywood verwiesen wird. Auf diese drei Punkte gehe ich jetzt in aller Kürze ein, um Ihnen einen Eindruck zu geben, was bisher von der Forschung zu diesem Thema so erfolgt ist. Wir beginnen mit dem Verweis auf andere Künstler oder Kunstwerke. Dieser bekommt ab und zu, das heißt vor allem in der älteren Forschungsliteratur, den Anschein, dass es um die Nobilitierung des animierten Films als künstlerisches Medium geht. Mit diesen Schwierigkeiten hatte der Film als Medium in seinen Anfangsjahren zu kämpfen. So wenden sich zahlreiche Filmtheoretiker der ersten Stunde der Frage nach dem künstlerischen Gehalt des Films im Allgemeinen zu, wie zum Beispiel Rudolf Arnheim 1932, der den Film als künstlerisches Medium und Experimentierfeld verstanden wissen will und nicht als ein reines Produkt der Unterhaltungsindustrie.
Seine Vergleiche mit den traditionellen Künsten, das heißt bei ihm vor allem mit dem Theater und vor allem dem anschließenden Katalog ästhetischer Grundbegriffe zeigt, dass er dem Film eine hohe Suggestionskraft zuschreibt. Sergei Eisenstein geht diesem Aspekt mit seiner semiotischen Auffassung des Films weiter nach, wonach die Zusammensetzung von Zeichen komplexere Bedeutungen ergeben. Und hierauf komme ich dann auch später nochmal zurück. Und so ist es Eisenstein, der im Vorwort seines unvollendeten Buches über Walt Disney, Sie sehen schon in der Fotografie, das war so eine lose Freundschaft, und in diesem unvollendeten Buch über Walt Disney schreibt Eisenstein den Werken Disneys ein immenser Beitrag der Amerikaner zur Weltkultur zu sein und erhebt Disney damit zu einem großen Maler, vergleichbar etwa mit Fra Angelico. Konkret sieht Eisenstein als Parameter der archaischen Kraft Disneys die, ich zitiere, Strichzeichnung, die klare Linie, der einzige Kontur, das ist typisch für die primitive Zeichnung, für die Höhlenmalerei. Eisenstein bewertet also die stilistische Ausführung klar als positiv. Die Reduktion auf das Wesentliche sieht er jedoch nicht nur in der visuellen Ausführung gegeben, sondern ebenso hinsichtlich der Narration. Das Ausgangsmaterial oder die Vorlage der Disney-Filme, also diese können natürlich sowohl literarisch als auch visuell sein, aber dieses Ausgangsmaterial wird gefiltert und damit kondensiert, um es dann einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dieser Arbeitsprozess bezieht sich eben sowohl auf die Narration als auch auf die Visualität. Die Popularität des Mediums und im Speziellen der Zeichentrickfilme Walt Disneys darf also nicht zu der Schlussfolgerung führen, dass sie einen weniger künstlerischen Anspruch verfolgen würden. Es darf demnach nicht um eine Erklärung des Films aus einer Konkurrenzsituation zu den damals etablierten Medien, also Theater, Fotografie, Film, sondern der Film muss zunächst als ein per se künstlerisches Medium verstanden werden, das bewusst mit Bildern operiert. Das klingt jetzt sehr, sehr banal, bedeutet aber, dass der Film selbst Bilder generiert und eben nicht nur referiert. Die Bilder müssen erkannt und interpretiert werden. Es ist also so quasi der Kerngedanke meines Vortrages, dass man nicht davon ausgeht, es ist einfach nur ein beliebiges Verweissystem oder so. Dieser Gedanke setzt natürlich auch voraus, dass Walt Disney nicht schlicht auf bekannte Größen referiert, sondern bewusst sich bekannter Werke bedient. Damit geht es eben gerade nicht um die Nobilitierung des Genres oder eine schlichte Anlehnung an mögliche Vorbilder oder Vorlagen, sondern um bewusste Rückgriffe auf Werke, die zusammen mit ihrem Kontext neu eingebettet werden und damit zugleich interpretatorische Aussagen treffen. Kommen wir aber zurück zu den Verweisen erst einmal auf andere Künstler und Kunstwerke. Hierbei spielt die schon angesprochene Arbeitsbibliothek eine wesentliche Rolle. Seit den 1930er Jahren nämlich sammelte Walt Disney Bücher über europäische Künstler und richtete dazu 1934 eine Arbeitsbibliothek ein, deren Besuch er seinen Mitarbeitern empfahl. Sie hatte also diese Arbeitsbibliothek einen wesentlichen Einfluss auf die Produktion seiner Studios. Die Bandbreite der gesammelten Literatur ist hier enorm. Das heißt, im Bereich der literarischen Gattung zeigt sich eine Dominanz von Fabeln und Märchen. Sie liegen vor allem in den illustrierten Ausgaben des 19. und frühen 20. Jahrhunderts vor. Einfache Erzählung, klare Moral und vor allem in der Fabel der Anthropomorphismus, also die Vermenschlichung von Tieren und Natur, zeichnet die literarischen Vorlagen ebenso wie die in der Zeit zwischen 1928 und 67 entstandenen Zeichentrickfilme aus. Unter den Buchillustratoren sind es zum Beispiel Arthur Rackham, beispielsweise mit seinen vermenschlichten Tieren und Bäumen oder auch mit seinem Werk wie dem Gemälde The Sleeping Princess von 1916, die einen Orientierungspunkt für die Mitarbeiter Disneys boten. Dazu zählen auch die etwas älteren Illustrationen von Gustave Doré, hier jetzt zu Charles Perrault Dornröschen, und von Franz Jüttner, darunter auch ja, eben vergleichbar. Darunter zu nennen sind auch die Zeichnungen Heinrich Kleis, von dem Disney fast 200 Zeichnungen besaß. Klei arbeitete vor allem als Illustrator
der Jugendstilzeitschriften Jugend und Simplicissimus. Wir haben also ein Repertoire schon hier, das vom 19. Jahrhundert bis über den Jugendstil Art Deco alles an stilistischen Merkmalen im Prinzip bietet. Es waren aber auch Bildbände in der Arbeitsbibliothek vorhanden, die als Inspirationsquellen dienten. Hieraus wäre beispielsweise auch an das frühneuzeitliche Gemälde von Pieter Bruegel Rückkehr von der Herberge zu denken. Was wir also in diesen Gegenüberstellungen sehen, die in dieser ja, relativ knappen Form auch in der Forschungsliteratur eben zu finden sind, nicht weiter ausgeführt werden, diese Gegenüberstellungen zeigen die Inspirationsquellen für Walt Disney und seine Mitarbeiter. Das gilt eben sowohl für narrative als auch bildkünstlerische Ideen. Auf der narrativen Ebene dienten für Cinderella und Dornröschen die 1697 erschienenen Märchen von Charles Perrault als Vorlage, so eben auch in den Inspirationsquellen ersichtlich. Natürlich kannte Disney auch Aschenputtel aus den Kinder- und Hausmärchen von 1812, der Gebrüder Grimm, entschied sich dann aber eben für eine andere Interpretation und erweiterte die Märchenvorlage. So ist zum Beispiel in Dornröschen die frühe Begegnung von Prinz Philipp und Aurora frei erfunden. Neben Kunstbüchern und Büchern aus dem Bereich der literarischen Gattung finden sich in der Arbeitsbibliothek auch zahlreiche Bücher zur Architektur, was sich sicherlich auch in den Filmen niederschlägt. Dazu zählen Bücher, die sich mit der Architektur von Paris beschäftigen, wie Armand Guérinets Publikation über die Architekten der École des Beaux-Arts oder Auguste Pugins Neuauflage von Paris and its Environments von in der Ausgabe von 1929. Genauso finden sich darunter auch die klassische Histoire de l'Architecture von Auguste Choisy in der Ausgabe von 1899 und denkmalpflegerische Schriften von Viollet le Duc und der Commission des Monuments Historiques. Die Bücher widmen sich also, das darf man summieren, vor allem Kunst und Architektur in Frankreich und England. Insgesamt bot die Arbeitsbibliothek also ein sehr breites Spektrum an Epochen und Gattungen zur bildkünstlerischen Inspiration von Walt Disneys Mitarbeitern. Wenn ich hier jetzt immer in der männlichen Form spreche, so ist es schon bewusst, dass es sich hier fast ausschließlich um Männer handelte. Ganz im Gegensatz zum Ink and Paint Department, in dem dann eben zahlreiche Frauen wie am Fließband die Zeichnungen und Kolorationen vornahmen. Aber das ist jetzt wiederum ein anderes Thema. Das Studio der 1930er Jahre, in dem all das geschaffen wurde, wurde oft mit einem Zunfthaus der Renaissance verglichen. Denn hier arbeiteten bereits etablierte Meister, von denen dann die Lehrlinge in einer flachen Hierarchie lernen konnten. Insgesamt wird immer wieder der kreative Austausch unter den Mitarbeitern betont. Und so gilt diese Phase auch als prägend für die Zeit der Formfindung von Walt Disneys ästhetischer Bildsprache. So wird gemeinhin davon ausgegangen, dass mit Schneewittchen 1937 die visuelle Sprache Walt Disneys voll ausgebildet ist und sich in der Folge nur noch unwesentlich weiterentwickelte. Dies muss weniger Walt Disneys eigenem künstlerischen Talent als vielmehr seinem Geschick, eine Produktionsfirma zu leiten, zugeschrieben werden. Denn nachdem Walt Disney feststellte, dass seine eigenen künstlerischen Fähigkeiten nicht mehr ausreichend waren, stellte er in den frühen 1930er Jahren ein internationales Team an Künstlern zusammen, die ihn teilweise auch bei den Buchankäufen in der Arbeitsbibliothek berieten, deren Namen eben bis heute mit der unverwechselbaren Bildsprache der Disney-Zeichentrickfilme verbunden werden. Um jetzt hier wirklich nur die wichtigsten zu nennen, dazu zählen der Schweizer Albert Hörter, der Schwede Gustav Tengren, der Däne Kai Nielsen, der Ungar Ferdinand Hovers, der Ire David Hall und eine Frau auch, die Engländerin Sylvia Mobley Holland. Sie haben fast alle an europäischen Kunsthochschulen eine klassische Ausbildung in den künstlerischen Gattungen, also Malerei, Zeichnung, Bildhauerei, Buchillustration etc. erhalten. Auch gebürtige Amerikaner arbeiteten natürlich im Studio, wie beispielsweise Joey Grant, der besonders für Daumier und allgemein die europäische Kunstgeschichte seine Bewunderung aussprach. Dazu zählen auch Claude Goats sowie, und das sind die beiden, die für uns interessant sind, Mary Blair für Cinderella und Ivan Earl für Dornröschen. Von diesen Künstlern und Künstlerinnen stammen die Initialentwürfe für die filmische Gestaltung. Darauf folgt dann immer die Storyboard-Zeichnung
und schließlich die Übersetzung im Ink and Paint Department in die Disney-typische Bildsprache. Die Vorstudien wurden in klassischen Kunsttechniken angefertigt. Das kann also Bleistift, Aquarell, Gouache, Pastell oder Öl sein und weichen damit sowohl hinsichtlich der Technik als auch der Details sehr von der endgültigen Fassung des Films ab. Die Bilder für den Film mussten in Hintergrund und Vordergrund zerlegt werden. Die Hintergrundbilder waren teilweise auch mehrere Meter lang, da sie so Kamerafahrten ermöglichten. Die Elemente für den Vordergrund waren dann auf Glas gemalt und erzeugten so eben die Illusion von Raumtiefe. Die Figuren selbst sind dann auf Zelluloid gemalt und nochmal eine Ebene davor, wodurch sie sich sehr, sehr deutlich vom Bildhintergrund, der eben mit Gouache, also mit, ja, sowas, mit einer sehr matten Farbigkeit gemalt sind, davon heben die sich eben sehr deutlich ab. Das ist ein ganz, ganz typisches Merkmal für die Walt Disney Zeichentrickfilme und das lässt sich in der Ausstellung Sound of Disney auf ganz hervorragende Weise an diversen Beispielen ablesen. Und das ist auch meine Hoffnung, dass Sie das eben im Original auch dann tatsächlich nochmal bewundern können. Aber zurück zum Studium. Hier arbeiteten also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Umsetzung der Märchen im Film. Bald sollte der Platz nicht mehr ausreichen und so zog das Studio 1940 nach Burbank um, wo auch Cinderella und Dornröschen entstanden. Zur Inspiration in den Studios wurden auch andere Filme gesichtet. So berichtet Mark Davis über die für die Mitarbeiter vorgeschriebenen Filmführungen, ich zitiere ihn. Bei der Vorbereitung von Schneewittchen und die sieben Zwerge schauten die Zeichner durcheinander Filme von Chaplin, Fritz Lang, Murnau, Leni oder George Cukor. Interessant an dieser Aufzählung ist die Dominanz von Stummfilmregisseuren der Weimarer Zeit. Es ließen sich hier jetzt zahlreiche Motive dieser frühen Filme in den Disney-Filmen aufzeigen, wie beispielsweise die nahezu identische Motivübernahme in Phantasia zu Murnaus Faust von 1926. Und auch in Cinderella finden sich entsprechende Motivübernahmen. Da wäre vor allem zu denken an den starken Einsatz von Licht und Schatten sowie die deutliche Reduktion und Abstraktion der Formen. Hier ein Beispiel aus Caligari, das Sie durchaus neben dieses, das hier gezeigte aus Dornröschen daneben stellen können. Dazu kommen auch die überlebensgroßen Schatten. Prominentestes Beispiel natürlich Murnaus Nosferatu von 1922, hier gegenübergestellt einem Ausschnitt aus Dornröschen. Und es tut mir leid, ich kann einfach aus Copyright-Gründen Ihnen kein Bewegtbild zeigen, aber das hier wandern die Schatten wirklich so als tanzende Schatten wie in einem Kaleidoskop über die Wandfläche. Also auch hier eben, und das kann man bei Walt Disney beobachten oder bei den Disney-Filmen, der Ausbau von Schatten als zunehmend zum Gruseleffekt eingesetzten Mittel. Und genau das passiert hier eben auch schon. Auch für den mythischen Wald finden sich Vorbilder im deutschen Stummfilm. Man denke an Fritz Langs Deutschen Wald in den Nibelungen von 1924. Wenn man das jetzt paart mit Gustave Dorés düsteren Wäldern, wie hier für Alighieris L'Enfer, dann sind sie schon sehr stark in dieser Walt Disney-Linie mit drin. Ich würde diese Vorbilder aus dem Bereich des Films jetzt wirklich als medienimmanente Verweise verstehen, die sich an das kulturelle Gedächtnis wenden und damit vor allem atmosphärisch arbeiten. Nämlich schon die Stummfilme arbeiten mit solchen Motivübernahmen, wie zum Beispiel mehrfach auf Caspar David Friedrich rekurriert wird. Das kann ich jetzt hier nur so als Randbemerkung hinstellen und nicht weiter ausführen. Aber auch da wird natürlich nicht willkürlich auf Caspar David Friedrich zurückgegriffen, sondern schon da werden die Bilder bewusst übernommen. Und in dieser Traditionslinie nun schreibt auch Disney weiter fort. Die bisher in der Forschung ins Feld geführten Beispiele gehen selten über die Frage einer rein visuellen Inspirationsquelle hinaus. Wenn ich jedoch den Film durch eine semiotische Brille, wie eingangs zitiert eben Eisenstein, lese und davon ausgehe, dass Walt Disney sich bewusst bekannter Vorbilder bedient, dann gehe ich auch davon aus, dass er diese zusammen mit ihrem Kontext neu einbettet und damit zugleich interpretatorische Aussagen eben jenseits der Storyline des Films kreiert.
Es gibt also, so meine These, neben der eigentlichen filmischen Narration, die Sie alle kennen, also die Märchen von Aschenputtel und Dornröschen, sind ja omnipräsent, neben dieser eigentlichen filmischen Narration gibt es eine zweite Kommentarlinie, die rein über die Bilder funktioniert. Und was ich damit meine, das zeige ich jetzt in aller Kürze an ein paar wenigen ausgewählten Beispielen. An was denken wir alle, wenn wir an Disney denken? Mehr noch als bei anderen Produktionsfirmen, also etwa Universal mit der Weltkugel oder Metro-Goldwyn-Mayer mit dem Löwen, kommt uns heutzutage, na klar, das Logo von Walt Disneys Company in den Sinn. Denn damit beginnt auch jeder Film. Seit 1985 besteht dieses aus dem Schloss mit Schriftzug, mittlerweile natürlich auch in diversen Modifikationsstufen, aber eigentlich ist es eben immer noch das gleiche Schloss. Die Darstellung des Schlosses geht auf das Schloss in den Themenparks zurück. Der erste, den Sie hier auch sehen, ist der 1955 in Anaheim in Kalifornien eröffnete. Dieses Schloss geht wiederum auf die Filme von Cinderella und vor allem Dornröschen zurück. Werfen wir also einen exemplarischen Blick auf die Architektur dieser beiden Filme. Das Schloss aus Cinderella wird für Dornröschen noch weiterentwickelt. In beiden Fällen scheint das Schloss über dem Irdischen zu schweben und erstrahlt natürlich in Weiß. Es handelt sich um eine fantasievolle Collage verschiedener Vorlagen. Eine ganz wesentliche Inspirationsquelle war das mittelalterliche Stundenbuch Les Très Richeurs des Duc de Berry aus dem 15. Jahrhundert von den Gebrüdern Limburg. Vor allem die unter der Lünette, also diesem Halbkreis mit Sternzeichen Planetenbogen, also vor allem darunter die Monatsbilder sind dann in die Geschichte eingegangen, weil sie im Gegensatz eben zu anderen Handschriften je eine ganzseitige Darstellung beinhalten. In fast allen Blättern findet sich im oberen Drittel des Bildes ein Schloss, mal mehr, mal weniger prominent. Es handelt sich dabei insgesamt um französische Schlösser, die entweder dem Herzog gehörten oder sein herrschaftliches Selbstverständnis transportieren sollten. Das Septemberblatt fällt in verschiedener Hinsicht heraus, unter anderem wegen des wirklich deutlich größeren Raums, den die Darstellung des Château de Saumur einnimmt und dessen sehr detaillierter Wiedergabe der Architektur. Die Gegenüberstellung einer aktuellen Fotografie des Schlosses zeigt, dass es nicht um eine realitätsgetreue Darstellung ging, sondern auch hier bereits um eine idealisierte. Grundsätzlich zählt das Château de Saumur, wie auch die anderen dargestellten Schlösser im Stundenbuch, zur Gruppe der Loire-Schlösser, deren architektonische Merkmale in der Darstellung leicht überspitzt werden. Es handelt sich dabei um die Verwendung eines hellen Gesteins, zahlreiche Turmspitzen, eine Betonung der Vertikalen durch zahlreiche Wandvorlagen, also es gibt überall schlanke Dienste und Fialen, was insgesamt eben zu einem sehr, sehr schlanken und leichten Eindruck des Baukörpers führt. Das Stundenbuch Très Richeurs war als Faksimile in der Arbeitsbibliothek Walt Disneys vorhanden und diente eben als Inspirationsquelle. Mehr noch dienten die dort ebenfalls in Publikationen zu erschließenden Zeichnungen und Rekonstruktionsarbeiten des Château de Pierrefonds, die Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert vornahm, als Ideengeber eben für die Gestaltung des Schlosses in Cinderella und Dornröschen. Es ist die Gesamterscheinung mit zahlreichen Türmen, die teilweise in mächtigen runden Formen und glatter Mauerfläche in Erscheinung treten, die für die Schlösser der Themenparks Pate stand. Den Eindruck des Oszillierens zwischen repräsentativem filigranem Schloss und wehrhafter Burganlage, also mit hohem Mauersockel und Zinn, transportieren auch Gemälde wie das hier zu sehende von Pierre Justin Ouvrier. Dass sich dieser Formenkanon dann verselbstständigt und zu einem idealisierten romantischen Mittelalterbild wird, zeigen Zeichnungen wie beispielsweise hier die von Victor Hugo. Neben diesen vor allem französischen Schlössern diente allen voran natürlich Schloss Neuschwanstein als Inspirationsquelle. Hier wurde gewissermaßen kongenial vorweggenommen, was Disney rund 70 Jahre später auf Zelluloid bannte. Das Besondere des bayerischen Schlosses Ludwigs des Zweiten, der im Übrigen Schloss Pierrefonds auch besucht hatte. Also das Besondere von Neuschwanstein ist, dass es nicht primär als demonstratives Herrschaftssymbol geplant war, sondern
im Spiel verschiedener Formen längst vergangener Zeiten sich über die Niederung der Welt eines erhabenen Königtums vergewissern will. Also so verstand sich Ludwig II. Als letzten Repräsentant einer ja, hehren Ritterlichkeit, eine Haltung, die er dann natürlich auch in seiner Architektur, in seiner Burg nach mittelalterlichen Vorbildern ausdrücken wollte. Entstanden ist in der schwer erreichbaren Allgäuer Gebirgslandschaft ein Schloss, das ein Paradebeispiel des romantischen Eklektizismus ist. Es ist eine Addition von historisch zusammengesuchten Bauteilen, die zu einem Produkt reiner Fantasie zusammengefügt werden. Die Mauern sind zwar unüberwindbar und hohe Türme gibt es auch, aber das meiste davon bleibt ohne bauliche Funktionen. Es ist also ein wahres Märchenschloss. In Dornröschen wird dies nochmals auf die Spitze getrieben. Wenn man sich beispielsweise jetzt hier die tollkühnen Turmkonstruktionen, die in der Luft schon wirklich zu schweben scheinen, anschaut, dann versteht man, dass das mit Funktion reichlich wenig dazu zu tun hat. Dagegen wirkt der Schlosshof, den Sie hier sehen, fast schon realistisch. Jetzt könnte man hier über Funktionszuordnungen von einzelnen Gebäudeteilen nachdenken. Man bleibt dann wieder an der Frage kleben, was macht denn hier der Springbrunnen in dem vermeintlich mittelalterlichen Schlosshof? Und schon stößt man wieder an eine Grenze, wo es eigentlich nicht aufgeht. Wie später Walt Disney zeigt sich damit zuvor schon Ludwig II. Als Märchenerzähler. Die unweit des Schlosses gelegene Anlage Linderhof kann bereits als ein Vergnügungspark avant la lettre verstanden werden. In dem um das im Zentrum gelegene barock anmutende Lustschloss sind im Park mehrere Gebäude und eine Grotte mit Wagner-Themen verteilt, darunter auch der maurische Kiosk mit dem Faunthron, der vielleicht als konkretes Modell für den Thron der Königin aus Schneewittchen diente. Daraus schlussfolgert Roger Diederen, meiner Meinung nach wirklich ganz überzeugend, dass Ludwig II. Sich hier einen Wagner-Themenpark geschaffen hat, also ein Ludwig-Land, wie es später Walt Disney für sich mit seinen Bildwelten mit Disneyland geschafft hat. Im Bereich der gezeigten Architektur in Disney-Filmen ließe sich hier noch einiges mehr jetzt anführen. Zum Beispiel findet sich immer wieder die schwindelerregende Treppe, wie sie etwa bei Piranesi als Vorbild zu finden wäre. Es gibt auch immer wieder das idyllische Dorf, das an mittelalterliche Städte wie Rothenburg ob der Tauber orientiert ist. Also das mittelalterliche Dorf, das rund um das Schloss rund um das erhöht liegende Schloss angesiedelt ist und in Erdfarben und einfacher Architektur, also Fachwerkhäuser etc., so einen bodenständigen, bäuerlichen Kontrast zum glänzend hell erleuchteten und aufwendigen Schloss darstellt. Dieses Setting wird, auch das ist charakteristisch für die Disney-Filme, aus einer Panoramaperspektive mit Landschaft meist gezeigt und zoomt dann immer mehr heran. Interessant im Vergleich der Filme Cinderella und Dornröschen scheint mir die Anzahl an Handlungsorten. In Cinderella begegnen uns lediglich zwei Orte. Das Anwesen von Cinderellas Stiefmutter, in dem auch Anastasia und Drisella leben, und das Schloss des Königs und Prinzen. Das Anwesen der Stiefmutter steht hierbei nicht nur farblich, im Kontrast zum Schloss, das versteht sich jetzt von selbst, wenn man von einer sprechenden Architektur ausgeht. Also es ist eben nicht nur farblichen Kontrast, sondern auch tatsächlich in der Architektursprache. Das Objekt rekurriert nicht auf ein bestimmtes Vorbild. Es handelt sich um eine additive Architektur, denn das eigentliche Wohnhaus und der Turm, in dem nur die Treppen ist und ganz oben das Zimmer von Cinderella. Eine solche Kombination aus Wohnhaus und Turm gibt es nicht. Das Wohnhaus macht Anleihen sowohl bei englischer als auch französischer Architektur, wirkt aber aufgrund des Efeus und des abbröckelnden Putzes so leicht morbide. Der Turm ist zwar architektonisch älter, scheint aber wesentlich solider. Also architekturhistorisch gesehen macht diese Zusammenstellung überhaupt keinen Sinn, denn es gibt Integrationen zwar von alten Wohntürmen in Schlossanlagen, allerdings dienen dann diese alten Wohntürme der Nobilitierung des Herrschergeschlechts, also um die Altehrwürdigkeit darzustellen, und nehmen einen entsprechend zentralen Platz, beispielsweise im Schlosshofzentrum ein. Ein solches Element sucht man aber vergebens im Bereich von Lustschlössern oder Ähnlichem.
Es handelt sich also hier wirklich um eine komplett freie Erfindung, die für den Spannungsaufbau natürlich hervorragend genutzt werden kann. Ähnlich verhält es sich, wie eben gesehen, mit dem Schloss, bei dem der Versuch, räumliche Dispositionen und Funktionen auszumachen, ins Leere führt. Also es finden sich lediglich klischeehafte Räume wie der Thronsaal, das Schlafgemach des Königs oder die Ahnengalerien. Die sind aber auch dann irgendwie an falschen Stellen, also falschen Anführungszeichen oder gar nicht auszumachen Stellen. Und dann gibt es noch diese Treppenanlage, die ja mehr schon an eine Revue-Treppe erinnert als an alles andere, also völligst irre quasi. So viel also vielleicht erstmal zu Cinderella in aller Kürze. Dornröschen spielt an mehreren Schauplätzen. Das sind einmal der Wald, in dem auch das Haus der Feen ist, die Burg der bösen Fee Malefiz und das Schloss. Und zwischen diesen Orten wird jetzt auch mehrfach im Film hin und her gesprungen. Also viel häufiger, als es bei Cinderella zum Beispiel der Fall ist. Ich verzichte jetzt an dieser Stelle auf eine genaue Beschreibung. Sie sehen aber selbst, dass schon das Schloss von Prinz Philipp als auch die Burg von Malefiz sich ähnlicher Formen bedienen. Also beide eine erhöhte Position, beide viele Türme, beide gotische Details, die sie bei Innenraumaufnahmen ganz, also ganz eins zu eins ablesen können. Für das Böse wird das Ganze jetzt natürlich nochmal deutlich überspitzt und zeigt schon so fast schon Verfallserscheinungen, bis es natürlich final zerstört werden muss. Das Feenhaus im Wald bildet dazu, wie wir auch schon bei dem Verweis mit Bruegel sehen konnten, den Gegenpol. Sind die Erdtöne, das ist das Bäuerliche, das ist das Erdverbundene etc. Insgesamt muss für die Filmarchitektur in Cinderella und Dornröschen festgehalten werden, und das darf man für die animierten Disney-Filme bis 68 verallgemeinern, dass es vor allem um die Evokation, Entschuldigung, um die Evokation eines Gefühls der Nostalgie geht. Es ist die Sehnsucht des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die im Film transportiert wird. Im Zuge der Industrialisierung ging es unter anderem traditionelle Architekturen, ging unter anderem traditionelle Architekturen wie die Scheune, die Bauernkarte oder die Burg verloren. Diese werden daher bereits im 19. Jahrhundert immer wieder in Bild gebannt. Victor Hugo und Viollet-le-Duc habe ich bereits angeführt. Hier wäre genauso zu denken an bereits genannten Pugin, der in der Architektur und Architekturtheorie für eine Wiederbelebung der Gotik in England steht. Genauso wäre zu denken an John Ruskin, der mit seiner Idee der Gartenstadt, also angelehnt so an mittelalterliche Ideale, die den Menschen und die Natur auch in Einklang bringen sollten. Damit wollte er eine Sozialreform einleiten, oder zu denken wäre auch an ebenfalls bereits angesprochenen Caspar David Friedrich, der in seinen Landschaftsmalereien ein von Melancholie geprägtes Welt- und Selbstverständnis transportierte, das exemplarisch eben für die Auffassung der Romantik steht. Indem Walt Disney an derartige Kunstwerke anknüpft, holte er Mitte des 20. Jahrhunderts eine beinahe reaktionäre Nostalgie ins Bild, was Robin Allen zu Recht zu dem Schluss kommen lässt, dass Walt Disney ein, Zitat, Biedermeier-Künstler par excellence sei. Spannend ist, dass heute in unserem Bildgedächtnis das Dornröschenschloss als Kompilation der verschiedenen Vorbilder, aber auch oder vielleicht auch vor allem durch die Relektüre im 19. Jahrhundert die ehrwürdigen Vorgänger überdeckt hat. Walt Disney hat es damit massenmedial geschafft, ein Fantasiebild eines vermeintlich mittelalterlichen Schlosses zu etablieren, das es so nie gab und das auch völlig funktionslos ist. Demnach geht es bei der Filmarchitektur in erster Linie, also Filmarchitektur Walt Disneys, dabei geht es in erster Linie um die Definition des Genres, also die Entführung in die Welt der Fantasie und des Märchenhaften, sowie um die Etablierung des Settings, also in eine lange, lange schon vergangene Zeit. Zu den Filmbildern zählen jedoch nicht nur die Landschaftsdarstellung und die Architektur, sondern maßgeblich die darin agierenden Figuren. Über die Figuren, so meine These, wird der aktuelle Bezug hergestellt, das heißt an das Zeitgeschehen Walt Disneys angeschlossen. Hier könnte nun natürlich kritisch die Rolle der Frau, die zum Beispiel in Cinderella zwischen dem viktorianischen Ideal passiver Weiblichkeit und dem Frauenbild der Nachkriegszeit oszilliert, das könnte man jetzt analysieren, das ist aber nicht mein Thema, und hierzu gibt es ja auch im
Rahmen des Begleitprogramms bereits einen Vortrag von Veronique Sina. Mir geht es vielmehr darum, die Figuren hinsichtlich ihrer visuellen Gestaltung zu betrachten. Die Figuren lassen sich in drei Gruppen einteilen: die sprechenden Tiere, die Prinzessin und der Prinz, sowie die übrigen Figuren, also so eine Varia-Gruppe. Ihnen kommen unterschiedliche Funktionen und auch Gestaltungsformen zu. Die Tiere, wie zum Beispiel die Mäuse in Cinderella, bauen im Wesentlichen die Märchenhandlung aus und entführen die Zuschauerinnen und Zuschauer weiterhin in die Welt des Fantastischen. Also in der Vorlage gibt es sie nicht, aber es ist einfach ein fantastisches Element, was auch teilweise einfach sehr viel Witz noch mit in die Sache bringt. So erinnern die Mäuse an die Bilderbücher von Beatrix Potter, was Sie hier auch sehen, die in den Vereinigten Staaten sehr beliebt waren. Disney wollte sie auch 1936 ihr Buch verfilmen, das hat sie selbst aber abgelehnt. Entscheidend ist, die Tiere handeln menschlich und sprechen unsere Sprache und tragen meist auch Namen. Auch für sowas wie hier die Kürbiskutsche, ne, stand Potter eben wirklich so, naja, da kann man jetzt schon fast von einer wirklich 1:1 Motivübernahme sprechen und dafür stand sie eben quasi parat. Die zweite Gruppe, der Prinz und die Prinzessin, sind selbstverständlich wunderschön und makellos, das ist ganz klar. Ihnen wird die größte Nähe zur realen menschlichen Darstellung zugesprochen. So ist die weibliche Hauptfigur und die Identifikationsfigur, die weibliche Hauptfigur ist zugleich auch die Identifikationsfigur, da sie das typisch amerikanische Mädchen der Zeit sein sollte. Dies zeigt sich beispielsweise in der Form der Kleidung. Hier handelt es sich jetzt so um ein wildes Potpourri aus der Mitte des 18. bis in die Gegenwart. Vor allem aber zeigt sich dieser Realitätsbezug an der Darstellung des Körperideals der 1950er Jahre. Die restlichen Figuren sind übertrieben und im klassischen Cartoon-Stil dann gearbeitet. Allen voran wird dies an den Königen ersichtlich. In Cinderella ist es der kleine untersetzte König und sein langer, schmaler Diener. In Dornröschen sind es die Könige Hubert und Stefan, die ebenfalls auch so als visuelle Antipoden dargestellt sind. Daran geknüpft werden natürlich jetzt Charakteristika, also Völlerei, Überfluss und Gutgläubigkeit versus Geschick, politische Gelenkigkeit und Strategie. In allen Fällen ist das auf jeden Fall positiv besetzt und wird visuell durch runde und geschwungene Linienführung transportiert. Also keiner würde annehmen, dass das jetzt irgendwie Personen sind, die was Böses im Schilde führen. Dann gibt es natürlich in beiden Filmen die guten Feen, die in beiden Fällen auch eher den mütterlichen Typ bedienen, also schon etwas fortgeschrittenen Alters und auch in der Figur so ein bisschen gesetzter. Sie scheinen auch sehr bodenständig zu sein. Völlig überzeichnet in Cinderella sind die hässlichen Schwestern, Trisella und Anastasia. Und natürlich gibt es in beiden Filmen die bösen Gegenspielerinnen. In Cinderella ist es die böse Stiefmutter und in Dornröschen die böse Fee Malefiz. Diese Gegenspielerinnen werden jetzt durch eindeutig andere Linienführung, nämlich ganz kantige, hier schon charakterisiert. Dazu kommt eine giftige Haut- und Augenfarbe, schmale Figuren, also schmale Körperfiguren, auffällige Augenpartien, die auch entsprechend prominent immer wieder gezeigt werden, zeichnen also diese Gegenspielerinnen aus. Und jetzt möchte ich noch mal kurz eben bei dieser Gruppe der Varia bleiben, und zwar König versus Gegenspielerinnen sozusagen. Mir scheint hier nämlich eine zusätzliche narrative Ebene mit ins Spiel zu kommen, die ausschließlich über die Visualität der Figuren erzählt wird. Die Könige sind noch nicht unbedingt selbstverständlich mit Krone gekennzeichnet, sondern können, wie im Fall eben von Cinderella, auch Uniformen tragen. Die Uniformen erinnern so an ein Crossover von monarchischen Ausgehuniformen à la Franz Josef, also dem letzten Kaiser der Habsburger. Davon ließe sich auch der Bart ableiten. Und hochrangigen Wachsoldaten oder Adligen wegen der Schulterklappen. Es wird also damit auf das lange 19. Jahrhundert verwiesen, das etwa mit dem Tod Franz Josef, also 1916, auch endet und eine politische Neuausrichtung mit sich bringt. Wir wären also wieder in der jüngsten europäischen Geschichte und sind auch wieder an dem gleichen Kritikpunkt Industrialisierung und so weiter und die Folgen Weimarer Republik, die also hier nicht ins Bild erstmal kommen.
Die Darstellung der Könige in Dornröschen mit ihren wallenden, teils an Umhänge erinnernden Gewänder sowie der Krone verweisen ikonografisch auf weitaus ältere Vorbilder, wie hier die Beispiele von Charles II. Von England aus dem 17. Jahrhundert, Ludwig dem 14. von Frankreich aus dem 18. Jahrhundert und eben noch in dieser Tradition stehend der schon genannte Ludwig II. Von Bayern aus dem 19. Jahrhundert. Hier wird also, wie schon hinsichtlich auch der Filmarchitektur beschrieben, an ein nostalgisches Gefühl, also im altertümelnden Europa, appelliert. Und die bösen Konterparts, auf was verweisen sie? Das habe ich mich natürlich dann auch gefragt. Die böse Stiefmutter aus Cinderella entspringt ebenfalls der Zeit um 1900 als adlige ältere Dame, deswegen hochgeschlossen. Sie schien mir auf den ersten Blick russisch beeinflusst, also genauso wie König Stefan. Das müsste jedoch noch weiter verifiziert werden. Es kann auch sein, dass mich mein visuelles Gedächtnis hier täuscht, ich dies nur aus der Klischeebildung danach wiederum so empfinde. Zu König Stefan kam mir jedoch die Bilder aus Paul Lenis Stummfilm Das Wachsfigurenkabinett von 1924 in den Sinn, in dem eben Ivan der Schreckliche physiognomisch ähnlich erscheint und ja, einfach so vom gesamten Habitus ist irgendwie so ineinander griff. Die böse Malefiz aus Dornröschen hingegen erinnerte mich an die rachsüchtige Brünnhild aus Fritz Langs Nibelungen aus dem gleichen Jahr, die darin auch für das Andersartige oder das Fremde steht. Wenn ich jetzt dieses Verweissystem eng führe, fand ich das so ein ganz interessantes Gedankenspiel, denn die Könige gehören als Personal zum Schloss und dienen demnach wie die Architektur der Definition des Genres und Settings an. Dann haben wir Prinz und Prinzessin, die gewissermaßen den American Dream vertreten, also für die Entstehungszeit des Films stehen. Und dann haben wir das Böse, das für das Fremdartige, das natürlich das Gute zerstören will, steht. Legt man das jetzt vor die Folie des historischen Zeitgeschehens, also des frühen Kalten Krieges, so bekommt eine solche Sichtweise auf die Figuren eine ganz neue Aussagequalität. Der patriotisch denkende Walt Disney rettet in seinen Filmen Amerika und formuliert einen Abgesang auf den ehemaligen Glanz Europas sowie eventuell eine Benennung des Feindbildes Russland. Wie gesagt, ich versehe diese Arbeitsthese mit einem Fragezeichen, da sie noch genauer zu untersuchen ist. Mir scheint eine solche Lesart auch in späteren Filmen immer mehr in den Hintergrund zu treten, weil man das schon so als deutliche Abmilderung zwischen dem stark polarisierend arbeitenden Film Cinderella und dann dem schon ja auch stärker immer wieder ineinander geschnittene Szenen und so weiter bei Dornröschen erkennen kann. Da ist es also bei Weitem nicht mehr so stark. Ich möchte aber mit diesen offenen Fragen nun zum Schluss kommen. Was wir also gesehen haben, ist, dass in den beiden Filmen Cinderella und Dornröschen zahlreiche Anleihen bei der Akademiemalerei und Architektur des 19. Jahrhunderts, dem Jugendstil, dem Art Deco sowie Buchillustrationen und früher Kinematografie gemacht wurde und mit dieser Kompilation die Bildsprache Disneys gefestigt wurde. Trotz also diverser ästhetischer, kultureller, gesellschaftspolitischer oder feministischer Kritik haben die Filme an Beliebtheit bis heute nichts eingebüßt, was sicherlich an ihrem künstlerischen Reichtum liegt, das also nichts mit der Nobilitierung des Films zu tun hat und was dazu führt, dass sie im 21. Jahrhundert nach wie vor zu Filmklassikern zählen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Sie alle noch die Möglichkeit haben werden, die ganz wunderbare Ausstellung The Sound of Disney zu besuchen und damit der Faszination der Bilder zu erliegen. Und so bleibt mir an dieser Stelle nur noch, mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken und Ihnen zu wünschen, dass Sie zunächst einmal gesund bleiben und danach hoffentlich in Kürze wieder das Museum betreten dürfen. Vielen Dank Ihnen.